Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir für die Veranstaltung hier, die kommenden Tage. Ich fange mal einfach mit einer Frage an. Wie viele von Ihnen haben es bisher schon mal erlebt, dass man während der Arbeit einen Systemausfall hat, einen Server, Netzwerk, Storage, irgendwas ist ausgefallen und Sie und Ihre Kollegen konnten einfach nicht mehr weiterarbeiten? Stimmt schon mal erlebt. Noch nie vorgekommen? Wo arbeiten Sie? Ja, stimmt, oder? Genau, und deswegen erzähle ich heute ein bisschen mehr über einzelne Services, die in der Cloud realisiert werden, um eben sowas einfacher verhindern zu können, um ganz speziell zu werden über Cloud-Native-Applikationen, was nochmal einen Schritt weiter in der Cloud an sich ist. Ja, müssen Sie sich vorstellen, oder unsere Idee dahinter ist so, dass man mit einzelnen Services wie eine PDFA-Konvertierung das Ganze in die Cloud portiert, ja, und dort mit all der Rechenpower und den Backup-Mechanismen, die dann als Cloud-Native-Applikation zur Verfügung stehen, das Ganze redundanter und skalierbarer machen kann. Was das Ganze ist, da kommen wir gleich noch zu. Ja, zunächst ganz kurz zu meiner Wenigkeit. Das meiste wurde schon vorgestellt. Ich komme vom schönen Ammersee, arbeite bei der Inovo GmbH. Ich persönlich bin technischer Consultant oder technischer Berater. Wir befassen uns hauptsächlich mit Input-Management-Systemen, das heißt mit automatisierter Postverarbeitung, mit automatisierter E-Mail-Verarbeitung oder auch Apps für unsere Kunden, ja. Die eingehende Kundenkommunikation direkt aus der App heraus. Dabei ist unser Fokus eigentlich im Allgemeinen auf der Automatisierung von digitalen Prozessen und auch die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen im Allgemeinen. Ja, unsere Kunden im Allgemeinen sind Banken, Versicherer, gesetzliche Krankenkassen, öffentliche Auftraggeber und auch ein paar aus der Industrie. Ja, wie Sie sehen, machen wir das auch nicht erst gestern, sondern schon seit 2003. Unsere Ziele als Unternehmen, was wollen wir bei unseren Kunden auf jeden Fall bewirken? Saubere Architekturen, ne? Dass die Systeme miteinander vernetzt und integriert sind, weil aus unserer Sicht gibt es nichts Schlimmeres mehr als Insellösungen 2017. Wir legen auch sehr hohen Wert auf saubere End-to-End-Prozesse, die sehr einfach nachvollziehbar sind und wirklich nur das Notwendigste an Komponenten verwenden. Ja, und dabei, wenn es natürlich End-to-End-Prozesse sind, muss es eine perfekte Qualität abliefern. Obendrein steht dann natürlich auch noch der Kunde im Fokus, ja. Der Kunde ist Mitglied oder der Versicherte, dass dieser mit höchster Effizienz, mit höchster Transparenz und so schnell wie möglich bedient wird. Denn nur dann erfüllt das Unternehmen natürlich das oder sein Auftrag letzten Endes. Ja, wo geht es hin? IT-Systeme, sie sind komplex, meist sogar sehr komplex. Heutzutage wird ein extrem hoher Aufwand betrieben, um diese Systeme redundant zu halten, um sie einigermaßen skalierbar zu halten, um nicht zu viele tote Ressourcen oder ungenutzte Ressourcen zu haben und um auch nicht zu wenige Ressourcen für Peaks zu haben und um auch im Fall von einem Ausfall entsprechend agieren zu können. Das heißt, es ist sehr kostspielig und hat einen extrem hohen manuellen Aufwand dahinter. Ja, in den meisten Fällen ist es dann wirklich so, wenn eine Komponente ausfällt, ja, ein kleiner Service, die harte Software oder Infrastruktur dahinter, dann hat man in manchen Fällen schon Stillstände. Haben wir auch schon selber bei unseren Kunden miterlebt, ja. Ein kleiner Service fällt aus, weil Speichermedium dahinter weg ist, dann muss man erstmal suchen und das Ganze manuell beheben. Und davon sollte man wirklich wegkommen. Ja, wie ist denn der Weg dahin? Der Weg dahin ist mit Cloud-Native-Applikationen. Der Grundgedanke dahinter ist, dass sie skalierbar sind, dass sie stabil sind, dass so viel wie möglich automatisiert ist, auch in der Steuerung von der Skalierbarkeit, dass Systeme sich automatisch nach Bedarf erweitern, aber auch wieder automatisch verkleinern. Dass wirklich nur das an Rechenpower gebildet wird, was auch wirklich verwendet wird und wirklich auch tatsächlich notwendig ist. Ja, wie kommt man dahin? Es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ein paar Kunden haben es natürlich versucht, ihre bisherigen Systeme mit Amazon Web Services zu verknüpfen. Ja, da haben sie nur gesehen, dass exponentiell die Bottlenecks und die Fehler wachsen und das eigentlich nicht besser wird, weil natürlich die Grundstruktur der Anwendungen schon gar nicht dafür ausgelegt ist, so massiv skaliert zu werden. Genau, über einen Punkt möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen näher sprechen, den wir die meisten von Ihnen wahrscheinlich noch nicht kennen. Continuous Delivery und DevOps. Da geht es darum, dass man Updates und Softwarefunktionen in kleine Services unterteilt. Müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie das Unternehmen einmal im Jahr 200 LKWs mit Lieferung bekommen, bis Sie da jedes einzelne Teil geprüft haben und wissen, dass alles funktioniert, extrem aufwendig, dauert sehr lange. Stellen Sie sich den Prozess anders vor. Sie bekommen jeden Tag eine kleine Lieferung, dann haben Sie deutlich mehr Überblick und können deutlich agiler agieren und dann wissen immer, was funktioniert und was funktioniert nicht und was ist neu.
Und darum geht es eigentlich bei Continuous Delivery und DevOps, dass die Entwicklung und die Prozessoptimierung eng miteinander integriert sind und man auf kleiner Service-Ebene langsam Updates macht. Ja, worum geht es denn für die Entwickler von Cloud-Native-Applikationen? Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen, welche Betriebssysteme stecken dann dahinter. Ja? Es ist Windows, Linux, es ist Server 2012, es ist Mac oder ähnliches. Sie müssen sich auch keine Gedanken machen, welche Libraries stecken eigentlich dahinter, die verwendet werden müssen. Und noch ein Gedanke ist natürlich, Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, wegzulassen, sondern auf Cloud-Plattformen zu setzen. Ja? Dass die Software eigentlich in jeder Cloud-Umgebung funktionieren kann. Cloud-Umgebung, ja, nimmt man sowas wie Amazon Web Services, Microsoft Azure, gibt es ein paar unterschiedliche Anbieter. Ja, und wenn ein Entwickler sich dann auf seine Core-Kompetenz konzentrieren kann, ja, dann haben wir einen deutlich saubereren Code, einen deutlich effizienteren Code und er kann diesen auch viel, viel, viel schneller schreiben und kleiner halten. Dafür gibt es für die Entwickler verschiedene Design-Prinzipien. Gibt es entweder diesen Ansatz oder es gibt auch noch einen weiteren, der nennt sich 12 oder 12-Factor-App. Da geht es eigentlich letzten Endes um das Gleiche. Und zwar, dass die Software dafür designt wird, die maximale Performance zu liefern, dass sie reaktionsfähig ist, dass sie mehrere Zugriffe gleichzeitig pro Service erlaubt und das natürlich mit der höchsten Effizienz. Maximale Automatisierung, haben wir vorhin schon angesprochen, ja, dass die Updates sich automatisch ausrollen, dass Patches ganz schnell ausgespielt werden können oder auch, wie der Kollege vorhin schon angesprochen hat, wenn neue Konfigurationen da sind, dass sie innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten auf alle Systeme ausgerollt werden können. Der nächste Punkt, oder Resiliency, darum geht es eigentlich um die Polsterung, um die Abfederung von Peaks, ja, dass das System das eigenständig macht, die Software, fällt etwas im Hintergrund weg, dann muss er das automatisch erkennen und den Prozess oder den Service ersetzen können. Ja. Und da geht man wirklich eigentlich von so einem, wie man sich es vorstellt, grafisch von so einer Polsterung aus. Ja, das System ist auch eine gewisse Elastizität mit sich bringen. Es muss skalierbar sein und es muss reaktionsfähig auf unterschiedliche Situationen sein. Wenn im Hintergrund Infrastruktur wegbricht, Netzwerk, Storage-System oder ähnliches, dann erkennt die Software das eigenständig und muss eigenständig agieren können, um das wieder woanders herzustellen. Typischerweise wird es dann so funktionieren, dass der Service, der gerade in diesem Bereich in der Infrastruktur läuft, abgeschalten wird und ein neuer in einem anderen Bereich einfach wieder angeschalten wird. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man auch auf ein anderes Rechenzentrum zugreifen oder ähnliches. Dass die Software sich da wirklich eigenständig verwaltet anhand von vordefinierten Kriterien. Ja, automatische Auslieferung, kurze Wege für Updates haben wir schon angesprochen und die Diagnostizierbarkeit, dass man natürlich linear über alle Services hinweg, über jedes Cluster hinweg alles protokolliert, damit auch für das Debugging später, es wird nach wie vor Probleme geben, ist natürlich nicht ausgeschlossen, alles sehr einfach nachvollziehen kann. Ja, im Allgemeinen, wenn man sich dann an diese Designprinzipien hält, kann man schon davon ausgehen, dass die Software definitiv stabiler sein wird, dass sie skalierbarer sein wird, einfach zu integrieren sein wird und die User Experience letzten Endes deutlich besser wird. Genau, die Hauptidee dahinter ist eigentlich, so wie es bei dem Kollegen gerade eben auch schon war, wenn eine Service-Komponente ausfällt, dass diese automatisch ersetzt wird und der User davon wirklich gar nichts mehr mitbekommt, dass das Load Balancing das zu 100% eigenständig erledigt. Genau, und wie kommt man denn da wirklich hin? Da gibt es ein Vier-Level-Prinzip, anhand dessen man sich ja, voranschreiten kann. Auf Level 0, da befinden sich heutzutage die meisten Unternehmen, und zwar die Virtualisierung, dass man alle IT-Systeme in einer virtualisierten Umgebung betreibt. Wie hier vorhin schon angesprochen, ja, das ist ein extrem hoher manueller Aufwand dahinter. Man braucht extrem viele Ressourcen, die dann auch zum Teil ungenutzt bleiben. Man hat bloß einen gewissen Rahmen, in dem man das Ganze weiter skalieren oder Rechenleistung zuschalten kann. Und wenn was ausfällt, virtuelle Maschinen umzuziehen, ist auch nicht immer ein Spaß, je nachdem, wie gut das Ganze aufgesetzt ist. Ja, auf Level 1, da befinden wir uns als Unternehmen aktuell schon. Wir haben lose gekoppelte Services oder lose gekoppelte Dienste und Microservices. Das heißt PDFA, die Konvertierung oder die Kompression, ja, das sind einzelne Webservices, die man ansprechen kann. Das ist keine komplette Bulky-Anwendungen mehr, sowas wie ein riesengroßes Dativ-Paket, müssen Sie sich vorstellen, das ist es nicht mehr. Auch die anderen Komponenten, die wir für Input-Management-Systeme benutzen, wie OCR, wie Klassifikation oder wie die Exporte, das sind wirklich alles einzelne Services, die nacheinander geschalten sind. Genau. Ja, und hier ist auch der Vorteil, wenn man kleine Services hat,
dann kann man diese viel schneller updaten. Man kann viel agiler agieren und das ist natürlich auch dann in vielen Bereichen schon ein wirklicher Vorteil gegenüber dem Wettbewerber, weil man sehr viel schneller andere Funktionalitäten oder Bugs beheben kann. Also die Agilität ist da wirklich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, auf Level 2, da werden wir, also Unternehmen geschätzt, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sein, ist, dass unsere Services fehlertolerant und polsternd designt sind, dass sie Fehler eigenständig erkennen und eigenständig schon mal beheben können, bis zu einem gewissen Ausmaß. Und dass sie nicht mehr auf die Windows-Umgebung, Virtualisierung oder ähnliches aufsetzen müssen, sondern dass sie auf Cloud-Plattformen aufbauen können, dass sie auf Cloud-Infrastrukturen aufbauen können und ohne feste Variablen eingesetzt werden können. Genau, das heißt, dahinter steckt ja wirklich kein festes Betriebssystem mehr. Jede Cloud-Plattform kann angesprochen und verwendet werden. Ja, Level 3, das wäre dann letzten Endes die Cloud-Native-Applikationsebene. Da ist es dann wirklich so, dass die Services dynamisch auf andere Webplattformen migrieren können, dass sie sich zu 100% automatisch skalieren können. Müssen Sie sich einfach vorstellen, wie im Luftballon kommt mehr Traffic rein, bläst sich dieser Luftballon auf, habe ich weniger Traffic, dann zieht er sich wieder unversehrt zusammen. Und so ungefähr müssen diese Cloud-Systeme auch funktionieren. Ja, ab Level 3 hat man dann auch die maximale Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen gewährleistet, weil auch wirklich nur das berechnet wird, was man an Rechenleistung braucht und auch wirklich nur das von den Services beansprucht wird, was denn gerade anfällt. Genau, schauen wir uns mal die Architektur auf einem Level 0 für ein typisches Input-Management-System bei einer Krankenkasse zum Beispiel an. Dokumente werden gescannt, irgendwas, was bei der Formatierung passiert, oder Anfragen kommen vom Mobile-Gerät, ja, ein Dokument wird über die Kamera-App abfotografiert ins Unternehmen geschickt. Da ist es auf einem Level 0-Ebene wirklich so, dass dieses PDF in ein Verzeichnis gegeben wird. Der Service zur Konvertierung holt dieses Dokument ab und legt es wieder in einem Output-Verzeichnis ab. Würde dieser PDF-Service nicht funktionieren, das Dokument kommt nicht in diesem File-Verzeichnis wieder an, dann geht der Prozess nicht weiter. Dann habe ich schon in gewisser Weise einen Stillstand, weil ich ohne, also durch dieses Fahren einfach nicht mehr weiterarbeiten kann. Und erst wenn alle diese Schritte durchlaufen sind, komme ich natürlich an meine Fachanwendungen und kann Aufgaben oder Ähnliches dahinter generieren. Ja, die Architektur für. 21c kennt ihr hier, das war für Krankenkassen die Lösung oder für die Krankenkassen. Genau, das ist die Kernanwendung für Krankenkassen. Von der Bitmark nennt sich das Unternehmen. Können Sie sich aber auch SAP oder ähnliches dahinter vorstellen. Wenn man sich die Architektur von Level 1 und Level 2 Systemen anschaut, dann sieht man schon, dass die Geräte und die Services jetzt ein bisschen anders aufgeteilt sind. Die Funktionalitäten, die die Services ansprechen, sind nochmal entkoppelt und die Services sind an der Stelle schon wirklich in der Cloud-Plattform. Hier wird dann auch auf Web-Services, auf APIs, auf REST-Services oder ähnliches gesetzt. Nicht mehr auf Verzeichnisstrukturen, ja, um Daten hin und her zu bekommen. Das heißt, wenn auf dem Mobile Device verschiedene Aktionen ausgeführt werden müssen, zum Beispiel zuerst die PDF-Konvertierung, wird dieses Service angesprochen, das Dokument kommt zurück. Soll dann noch etwas anderes mit dem Dokument geschehen, dass es dann zum Beispiel wirklich an einen Sachbearbeiter geschickt wird, dann kann es diesen Schritt vom Prozess her entweder über das Mobilgerät oder über den Workflow-Hintergrund eben das in das Kernsystem übernehmen. Ja, und da ist es für unser Unternehmen natürlich schon von Vorteil, dass auch Partnerunternehmen von uns in genau diese Richtung gehen, dass sie Webservices anbieten für die PDF-Konvertierung, für die PDF-Compression, auch als einzelnen Service vom Gedanken her, den man dann auch deutlich einfacher skalieren kann. Das heißt, da erwarten sich unsere Kunden wirklich schon in die Richtung von Cloud-Native-Applikationen. Genau, ab Level 3 von der Architektur her müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, weil das wäre dann zu komplex und zu vielseitig, was wir jetzt betrachten müssten. Da ist der Grundgedanke von unserer Seite auf jeden Fall so, dass wir eine Cloud-Plattform haben und verschiedene branchenindividuelle Lösungen damit ansprechen können. Man sieht es nicht ganz, aber da ist auf jeden Fall natürlich wieder Pharma, Banken, Versicherungen und ähnliches mit dabei. Der Grundgedanke ist, dass wenn ein Versicherer oder ein Bankunternehmen PDFs konvertieren muss, dann können sie unsere Cloud ansprechen, über einen gesicherten Kanal, dort die Dokumente konvertieren lassen und bekommen sie wieder zurück. Die Skalierung und alles Mögliche im Hintergrund, den Kunden individuellen Workflow, um den kümmern wir uns an der Stelle. Er kann natürlich das Ganze auch on-premise in seiner privaten Cloud oder in einer hybriden Cloud betreiben.
Da ist auf jeden Fall von unserer Seite her der Kundenwunsch im Vordergrund. Ja, wenn man ab Level 3 auf eine komplette Cloud-Plattform oder auf eine komplette Cloud-Infrastruktur setzt, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die man beachten muss. Man muss mit Ausfällen rechnen. Na, das ist einfach so. Da gibt es einen Cloud-Visionär aus Amerika, der hat das ein bisschen veranschaulicht. Der heißt Randy Bias. Und zwar hat er den Vergleich Haustiere mit Rindviechern genommen. Ja, was machen wir mit unseren Hausteam? Wir geben ihnen Namen. Wir pflegen sie, wenn sie krank sind. Nehmen wir jetzt mal Bob den E-Mail-Server. Wenn er nicht funktioniert, dann kümmert sich jeder in diesem Unternehmen aus der IT drum, bis Bob der E-Mail-Server wieder funktioniert. Vorher wird dieses Problem nicht in Ruhe gelassen. Man muss sich manuell darum kümmern. Wie es beim Haustier auch ist. Man muss es selber zum Arzt bringen und es wieder gesund pflegen. Ja, der Viehzüchter mit seinen Rindern, was macht er? Er gibt ihnen keine Namen, er gibt ihnen eine Nummer, weil sie sind sich sehr ähnlich und er hat sehr viele davon. Warum hat er sehr viele davon? Weil er weiß, dass eins seiner Tiere krank werden wird. Mindestens eins pro Tag, eins pro Woche. Na, da hat er natürlich seine Kalkulation. Und für ihn ergibt sich eine Wirtschaftlichkeit wirklich nur über die Masse. Und dadurch, dass er schon darauf gefasst ist, ja, dass diese Tiere krank werden, dass er sie austauschen muss und dass er einfach neue bestellen muss. Und diese Mentalität müssen wir an der Stelle wirklich beibehalten, weil ansonsten wird das mit cloud-nativen Systemen und Applikationen auch dann nicht wirklich funktionieren. Also hier ist wirklich, Masse ist die Wirtschaftlichkeit. Viele kleine Komponenten, keine hochskalierbaren Server mehr. Und dann ist das Ganze deutlich, deutlich einfacher zu handeln und deutlich einfacher zu ersetzen. Ja, und bei diesem Cloud-System ist dann natürlich auch der Vorteil, wenn irgendetwas in der Infrastruktur passiert, wenn es kleine Komponenten sind und viele Komponenten sind, kann ich sie deutlich einfacher austauschen und deutlich einfacher die Fehler auch beheben. Ja. Aber im Grunde genommen, uns als Servicebetreiber von den Services an sich, wir haben ja nicht die Infrastruktur, ist es an der Stelle irrelevant. Von welchen Services sprechen wir denn typischerweise im Bereich Input-Management-Systemen für die Kunden? Natürlich ein Service für die OCR-Extraktion. Haben Sie analoge oder gescannte Dokumente, muss natürlich eine OCR dahinter gepackt werden, dass der nächste Schritt eine Klassifikation, also die Identifikation des Geschäftsprozesses stattfinden kann. Das wird als einzelner Service in der Cloud dann aufgeschalten oder auch um Push-Nachrichten in Apps zum Beispiel verschicken zu können. Ja, was die Krankenkassen heutzutage jetzt sehr deutlich anstreben, eine Push-Nachricht schickt man nicht immer. Ja, das macht man vielleicht marketingtechnisch einmal im Monat eine große Push-Nachricht. Nur dann brauche ich aber auch natürlich entsprechende Ressourcen. Und da bietet sich die Cloud wirklich an. Auch Chat an sich, ja, systemseitig kann ich natürlich super skalieren. Mitarbeitertechnisch für den direkten Chat wird etwas schwieriger als wie mit der Infrastruktur. Da sollte man dann auch sowas wie Chatbots im Hintergrund behalten. Stellen Sie sich mal vor, die SEPA-Umstellung. Ja, hätten da die Banken oder die ganzen Unternehmen Chatbots gehabt oder Telefonbots, die anfragen, was ist denn jetzt SEPA, was muss ich beachten, was ist neu? Hätten die das gehabt, dann hätten die deutlich weniger Aufwand gehabt. Und natürlich auch die Konvertierung nach PDFA, ja, dass man alles rechtskonform archivieren kann mit den Kunden individuellen Workflows. Das ist in unserer Cloud dann natürlich auch ein getrennter oder separater einzelner Microservice. In der mobilen Entwicklung, Smartphone-Services in der Cloud wird sich natürlich auch einiges ändern. Heutzutage ist es so, dass wenn es eine Cloud, wenn es eine App gibt, die direkt mit Unternehmensprozessen zu tun hat, über einen fest definierten, dedizierten mobilen Server gelenkt wird. Und dieser mobile Server verwaltet die Backends, ja, wenn man seine Adresse ändern möchte, wenn man Dokumente hinschicken möchte. Das gibt alles über einen einzigen Server. Wenn dieser Server ausfällt, funktionieren alle 100.000 Kunden-Apps nicht mehr. Da muss man auch ein bisschen anders denken, was dann mit der Cloud-Native-Applikation deutlich einfacher umzusetzen ist. Und zwar, dass man jede Funktion wiederum in den eigenen Microservice packt und den auch in der App wie einen eigenen Microservice behandelt. Ist dann hinten die Schnittstelle zum CRM-Tool oder ähnliches nicht mehr da. Ja, dann kann aber trotzdem noch seine Dokumente abfotografieren und reinschicken oder andere Funktionen nutzen, weil das komplett entkoppelt voneinander ist. Und dann habe ich auch eine rundere und eine deutlich bessere User Experience und kann an der Stelle auch wieder ganz anders skalieren, ja? Weil man hat jeden Service einzeln, der einzeln angesprochen wird, der seine einzelnen Peaks hat. Ja, hier gibt es ein Unternehmen, der ist auch schon der wirkliche Vorreiter auf diesem Gebiet, das ist Netflix. Die hatten 2008 einen Ausfall von 3 Tagen, weil eine Datenbank komplett beschädigt wurde. Die konnten keine DVDs versenden, weil die keinen Zugriff auf Kundendaten, auf Adressen oder auf Bestellungen und Filme hatten. Das ist natürlich ein riesengroßer wirtschaftlicher Schaden und auch vom Image her. Ja, was hat Netflix an der Stelle gemacht? Innerhalb von 7 Jahren haben sie alle ihre Systeme komplett überarbeitet, auf die Cloud-Native-Applikationsebene hochgezogen
und betreiben sie wirklich in verschiedenen Rechenzentren bei Amazon Web Services, auch in verschiedenen Standorten dann wiederum, auch in der Microsoft Azure Cloud, haben das wirklich global verteilt, das komplette System. Und um sicherzustellen, dass die User Experience immer perfekt ist, haben sie sogenannte Chaos-Tools programmiert, um zu testen, wie verhält sich denn die Infrastruktur oder die User Experience, wenn Chaos im Rechenzentrum herrscht. Ein interessantes Tool nennt sich Chaos Monkey. Was macht dieses Tool? Es springt durchs Rechenzentrum, zieht Kabel, drückt Knöpfe und verursacht wirklich schieres Chaos da drin. Und wenn man das simuliert und das System live monitort, ja, die haben es wirklich im Live-System gemacht, dann kann man wirklich beurteilen, ob User Experience draußen noch die gleiche ist, ob dort Fehler geschehen, ob die User Sessions abbrechen, ja, die Videos gehen nicht mehr weiter, die Kundenkonten, Registrierung oder ähnliches funktioniert nach wie vor weiter. Das kann man dann wirklich nachvollziehen. Netflix hat sich dann auch noch gedacht, wir müssen einen Schritt größer denken. Es könnten ja auch Naturkatastrophen dazukommen oder es könnte zu einem Brand im Rechenzentrum kommen. Da gibt es ein weiteres Tool, das nennt sich der Chaos Gorilla. Können Sie sich vorstellen, was der im Rechenzentrum macht? Die sind wirklich darauf gewappnet, dass ein komplettes Rechenzentrum von einem Erdbeben verschluckt wird oder komplett zerstört wird. Auch durch ein Hochwasser, ja, können ein oder zwei Rechenzentren ausfallen und Amazon funktioniert weiter nach wie vor, ohne dass man irgendetwas manuell machen muss. Das System rotiert sich automatisch, repliziert die Ressourcen, repliziert die Services in anderen Umgebungen, bis es wieder stabil laufen kann. Und das ist eigentlich das Ziel, wo man hin sollte. Ja, wenn man Web-Services zur zentralen Dokumentenkonvertierung betrachtet, welche Rolle spielt denn ein Rendition-Server bei uns innerhalb der Cloud? Worauf wollen wir denn letzten Endes setzen? Ja, für uns ist es natürlich wunderbar, dass es den jetzt mit dem Web-Service gibt. Wir setzen da auf massive parallele Verarbeitung über verschiedene Services verteilt, verschiedene kleine Services, die wir dann auch verschiedene Server wieder verteilen können. Natürlich an dem Punkt noch ein manueller Aufwand und perspektivisch gesehen aber dann ein automatischer. Wir setzen auch darauf, dass wir das dann mandantenorientiert über Workflows betreiben können, auch mit Kunden individuellen Workflows, wo dann auch wiederum die Tools, ja, aus der Vergangenheit und die Konvertierungsalgorithmen oder ähnliche Tools, ja, mit integriert werden können. Und dass wir auch die kundenindividuellen Eingangsformate über alle Kommunikationskanäle mit abgreifen können. Das heißt TIFF-JPEG, ja, aus der Scan-Region, alles, was die Mitarbeiter in der Office-Region verarbeiten oder was dann auch automatisiert über E-Mail-Kanal reinkommt, inklusive Attachments. Das ist alles, was wir für unsere Kunden parallel in der Cloud als zentralen Service anbieten wollen und automatisiert verarbeiten wollen. Das ist eigentlich, wo die Reise hingeht. Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Ja, genau, wie vorhin auch schon erwähnt, durch den Einsatz von solchen Komponenten von kleinen Microservices wappnen sich eigentlich unsere Kunden an der Stelle schon für den Aufzug in Cloud Native Apps. Ja, das wäre es von meiner Seite. Gibt es Fragen aktuell? Gerne. Erwähnt, Sie haben Kunden in Banken, Versicherungen, auch eine Krankenkasse. Abgesehen vom Technischen, wie ist denn da jetzt die rechtliche Seite? Gibt es da Vorbehalte, was die Sicherheit angeht, zum Beispiel Daten von krankenversicherten Kunden in die Cloud zu geben? Ja, also ist definitiv ein Thema, Sozialversicherungsdaten in der Cloud zu verarbeiten. Da werden wir einen anderen Ansatz wählen, anstatt unsere Cloud, die wir in einem Rechenzentrum aufbauen, die Cloud von den Krankenkassen zu verwenden. Da gibt es zwei Hauptanbieter, wo alle Krankenkassen eigentlich ihre IT-Systeme laufen haben. Und dort wird es dann als zentralen Service angeboten werden. Ja? Weil ob es eine DAK, ob es eine Audi BKK oder eine Siemens Betriebskrankenkasse ist, die laufen in einem dieser zwei Rechenzentren. Mit beiden der Provider haben wir eine sehr gute Verbindung, sind da Entwicklungspartner und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, unsere Komponenten und Services dort zentral zu platzieren, sodass die in ihrer sicheren Umgebung auch einen sicheren Kanal auf diese Services wiederum haben. Also das ist keine Internet-Cloud, die wir da verwenden werden, weil Sozialversicherungsdaten natürlich unmöglich. Unabhängig von der rechtlichen Lage, wenn Sie mit Banken, Versicherungen, Krankenkassen, also Private Cloud ist, glaube ich, das Stichwort. Die Bank wird nicht irgendeine Internet Cloud nehmen. Da müssen wir, ja, aber so haben Sie ja auch die Erfahrung gemacht. Das, glaube ich, kam aber auch noch nicht so. Das sind natürlich schon dann auch große Anwendungen mit hohem Volumen, die gerade jetzt auch dann letztendlich auch Novo betreut.
Da hatte ich dann noch eine, da war so diese mit den einzelnen Bällen, aber das waren ja auch Workflows in so einem Input-Management. Das hält dann Definitiv, schon ja. die Plattform zusammen. Ja? Die macht dann, hatte ich das so, also das sah so aus, wie da fliegen lauter lose Bälle rum und die rufen einen Webservice auf. Aber da ist ja eine Logik, also das ist ja auch eine komplizierte Logik eines Selbstverständlich, Workflows. klar. Ja, also das macht man schon. Branchenindividuelle Workflows. Eine Krankenkasse hat 450 verschiedene Geschäftsvorfälle oder Geschäftsprozesse, die erkannt werden müssen automatisch. Also das heißt, so ein loser Ball, der da rumfliegt, funktioniert nicht. Ja. Anhand von verschiedenen Stichworten wird es erkannt und dann dem Geschäftsvorfall zugeordnet. Und anhand dessen ist natürlich auch die weitere Verarbeitungskette sichergestellt, über egal welches System hintenweg es notwendig ist. Wie flexibel ist das System mit meinem eigenen System, die ich jetzt habe? Weil Sie sagten ja, wenn viele verschiedene Systeme in einem Unternehmen sind, soll durch diese Cloud ja alles im Prinzip zentralisiert werden und dadurch sicherer und man hat nicht mehr 5000 Insellösungen. Wir haben 5000 Insellösungen. Aber wir können nicht einfach alle wechseln, weil jedes hat natürlich auch einen Sinn, weil die Entwickler brauchen ihr Tool. Das Management braucht ihr CRM-System, das Financial-System braucht ihren Kram. Und dann haben wir Mailing und was auch immer, also es ist ein Haufen. Und wie flexibel ist die Inovo-Lösung, sag ich mal, diese alle aufzunehmen? Oder muss ich ein neues Mail-System holen, ein neues CRM von Inovo, das alles native Cloud-mäßig funktioniert? Vorab, wir spezialisieren uns eigentlich nur auf Input-Management-Systeme, das heißt die Entwicklungssysteme, die Sie im Hintergrund haben. Da sagen wir, wenn wir die Komponente als Cloud haben, können Sie sie gerne mit ansprechen. Aber auf dieses Gebiet werden wir uns nicht begeben, weil wir dort keine Erfahrung haben. Das heißt, wir sprechen, wenn wir um Insellösungen sprechen, wirklich rein im Input-Management-Bereich oder im Kundendialog. Aber klar, natürlich ist es eine Aufgabe, die Sie höchstwahrscheinlich als Unternehmen zentral angehen müssen und wirklich aussortieren müssen, welche Komponenten brauchen Ja, wir. aber es dauert Da dann wirklich, ewig und ganz dann kommt klar, ein ja, neues also. hinzu und Netflix hat wirklich viel Manpower und die haben 7 Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen, obwohl die das als eines deren essentiellen To-Dos gesehen haben. Also ganz einfach wird es auf gar keinen Fall, da wird es ich noch wollte viele, nur viele wissen, Jahre wie dauern. flexibel es ist. Ja, also von dem, was wir machen, wir stimmen uns eigentlich immer komplett auf die Kundenumgebung ein. Haben die schon eine Konvertierung irgendwo, haben die schon irgendwo einen Workflow, der spezielle Dokumente verarbeitet? Ja, dann nutzen wir das auch. Wir sind da wirklich Freunde von so viel wie möglich integrieren, was der Kunde schon hat, solange es auch positiv funktioniert. Hat es keinen wirklichen Mehrwert, ja, bringt es schlechtere Ergebnisse, als wie es bringen könnte, dann sollte der Kunde darüber nachdenken, es abzulösen, wenn man es mit einer anderen Komponente besser machen könnte. Aber Weber hat es gesagt, also Input-Management, alles was Ja, reinkommt ins klar. Unternehmen. Ja. Und Sie jetzt, was wir vorhin besprochen hatten, sind auf der anderen Seite mehr schon beim alles was rausgeht. Also Footprint. Und da wird die Cloud auch nicht die Komplexität von, wenn wir jetzt von den großen Unternehmen, Banken, Versicherungen, Krankenkassen gesprochen haben, wird das nicht lösen. Nein. Oder nicht zwar vereinfachen, und man kann, aber das ist auch ein schrittweiser Prozess. Absolut. Ja, Riesenprozess, ja. ja. Ich noch eine Frage, wir sind noch da. Gerne. Ja, gerade noch erwähnen, wie das Skalierung, dass man das in der großen Public Cloud dann noch machen kann, über solche Microservices, die hochgradig dann verteilen und dadurch eine hohe Ausfallsicherheit hat, ist schon klar. Wenn man dann den Schritt macht zur Private Cloud, dann kommt ja oft dann das Problem, ja, ich habe jetzt da nicht mehr 100 Server, die die gleiche Funktion machen können, sondern ich habe bloß noch zwei, weil die müssen ja irgendwo dann dargestellt werden. Wie wird das dann realistisch, sagen wir mal, von Kunden wie Krankenkasse gemacht? Haben die dann für so einen Konvertierungsservice tatsächlich 10, 20, 30 Server praktisch dann, die das dynamisch übernehmen können, oder? Aktuell ja. Und deswegen ist der Gedanke von Cloud Native Applications, dass man wirklich wegkommt von diesen fixen virtuellen Maschinen, von diesen fixen Betriebssystemen, ja, dass man auf so einem Server eine Plattform hat, auf die man verschiedenste Services deployen kann. Und die kann man ja dann auch dynamisch hin und her wechseln. Das ist das Prinzip dann nicht mehr, dass die Audi 15 Server hat, auf denen komplett nur Konvertierung zum Beispiel laufen würde, sondern dass die Audi im Allgemeinen 200 Server hat und darüber verteilen sich die ganzen einzelnen Services. Wenn die Server überhaupt nur für diesen Kunden dediziert sind, ja, das kann ja dann auch eine bunte Mischung geben. Das ist einfach auch dieser Cloud-Infrastrukturgedanke und auch natürlich die Plattform, die da drauf sitzt. Das sind dann so Anbieter wie Pivot zum Beispiel. Ja, das ist dann kein Windows- oder Linux-Betriebssystem, das dahinter steckt. Genau. Von daher wird es auch für die Anwendungen an sich noch ein bisschen länger dauern, dorthin zu kommen, weil es eine ganz neue Umgebung ist, in der die letzten Endes dann funktionieren müssen. Also ich sprach eben von zwei großen Serviceanbietern für die Krankenkassen. Also ich rate mal, Bitmark ist der eine. ITSC ist Sie der kennst andere. ja auch. Also die haben dann schon genug Puste, um zumindest mal eine Krankenkasse, weil die viele Krankenkassen bedienen. Also die können dann natürlich über die Krankenkassen machen, der zweite ist dann. ITSC heißen die. AGTST, genau. Genau.
Die sind ja zumindest mal im Krankenkassenmarkt, soweit ich den jetzt kenne, schon die ganz großen Anbieter. Und die haben auch genug, also Puste jetzt. Gleich im Rechenzentrum, das war altmodisch. Ja, ich meine, das sehe ich auch im Bankumfeld. Die haben natürlich alle große Rechenzentren und auf Blechen stehen, aber die haben diese Austauschbarkeit Stand heute nicht. Genau, die fehlt noch. Ja. Ich habe da 1000 Knoten und mir ist es egal, ob ich im Knoten das gerade läuft, ich schiebe es dahin. Sondern bei denen ist das alles noch gewachsen. Ich habe hier jetzt mal 5 Knoten gekauft und die werden dediziert dafür verwendet. Und da ist dieses ganze schöne Brimborium, was ich dann drumherum mache, mit dem Verschieben und so weiter. Ja. Nicht ganz möglich. Ja. Da haben sie viele tote, ungenutzte Ressourcen eigentlich dastehen, die einfach nur Strom fressen. Na gut, wir hatten ja die Level, da wird ja auch entsprechend fängt mit Virtualisierung. Genau. Ich gucke mal die Hook an, weil die neben Bernd sitzt. Virtualisiert ist doch schon, ne? Ja. Also mindestens mal. Also das, aber genau. Wir sind da sicher auf dem Weg dahin. Aber doch. Ja. Klar. Und da müssen ja dann letzten Endes auch die Krankenkassensysteme mitspielen, ja. Ja, was die auch in solchen Umgebungen dann funktionieren werden. Genau. Noch weitere Fragen? Wie ist das? Gibt es Leitungsanalysen? Ich habe das bei unseren Kunden oftmals so, dass die in infrastrukturell schwachen Gebieten sind. Jetzt habe ich eine Cloud-Lösung, ich muss aber mich erstmal verbinden mit der und ich muss Kontakt mit der halten. Also da gibt es ja Upload, Download und das ist meistens eigentlich das Bottleneck, was wir jetzt bei so Cloud-Lösungen gesehen haben. Das heißt, die Technik ist da, es funktioniert alles wunderbar. Ich habe im Prinzip einen Kleinrechner, ich habe einen Browser, ich gehe drauf und ich kann alles benutzen. Toll. Ja, es ist auch Security ist da, ist alles wunderbar. Nur die Leitung, die passt nicht. Und da wird es auch von der Telekom erstmal nichts geben, zum Beispiel. Dann ist das immer ein großes Problem bei den Banken. Gibt es da sowas wie Minimum? Oder das ist ja dann wahrscheinlich ganz individuell bei Ihnen. Ne? Je nachdem, was der Kunde für eine Lösung möchte, wird man da auch gucken, was ist dann eigentlich an Bandbreite nötig, oder? Ja, also bei Info-Management-Systemen muss man noch einen Faktor mit dazu sehen. Sie laufen meistens im Hintergrund, im Rechenzentrum aktiv. Ja. Es wird irgendwo gescannt, wenn wir jetzt mal von Post zum Beispiel sprechen. Das wird dann zentral über dedizierte Schnittstellen in das Rechenzentrum übertragen und die weitere Rechenpower, das passiert ja dann wirklich im Rechenzentrum und alles, was der User dann letzten Endes sieht, ist über seine Remote-Sitzung, wenn er irgendwo was nachvalidieren muss in einer dedizierten Maske. Das heißt, er nutzt die Remote-Sitzung, die er ja eh schon zur Verfügung haben muss. Ich sag mal, der Bank oder der Krankenkasse lässt sich ja dann nirgendwo nieder, wo dann sowas auch gar nicht erst gegeben ist, wenn die ja so oder so schon mit Rechenzentren arbeiten müssen, ja, rein von der Infrastruktur, weil die betreiben ihre IT nicht selber, die haben keine Server vor Ort stehen. Also manche haben ganz wenige vor Ort stehen für ein paar Aufgaben. Aber letzten Endes die Bandbreite für das, was man hier versucht umzusetzen, um es ins Unternehmen zu bekommen, ist die gleiche wie jetzt auch Remote-Desktop-Sitzung für die Mitarbeiter. Und die restlichen Services sind ja alles Infrastrukturthemen, die ja gleich auch direkt im Hintergrund passieren. Zumindest von unserer Perspektive her, Info-Management-System oder von Apps. Ja, da kommt man ja auch über das große Internet in dieses Rechenzentrum über einen gesicherten Kanal rein. Gut, ich denke, dann haben wir die Fragen. Vielen Dank nochmal, Herr Weber. Danke.